Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von KSP. Ja, ich habe offscreen wieder einige Fotos gemacht von Planeten und Monden. Und das Ganze hat nochmal ordentlich Wissenschaft und Geld eingebracht. Man sieht es hier oben. Ich glaube, ich steige jetzt um von Tourismus auf Weltraumfotografien. Es bringt mehr Geld. So, als erstes werden wir daher jetzt diese wunderschönen 3000 ausgeben. Ich habe jetzt auf Eve noch ein bisschen rumgefahren, aber nichts mehr gefunden. Aber wir haben durch Eve jetzt schon echt sau viel Wissenschaft bekommen. So, als erstes würde ich das hier nehmen, weil ich hätte gerne diese Engine. Die möchte ich unbedingt haben. Ich würde sagen, jetzt gehen wir hier auch mal in Richtung der Tanks und so. Das wäre echt toll, da ein bisschen was zu haben. Das wäre allerdings auch cool. Dreie passen da rein, hier passen Zähne rein. Ich überlege gerade, was ich gerne so alles hätte. Okay, alles für Hitzeableitung. Na, hier kommen nochmal Ringe dazu, was ganz interessant wäre, eventuell. Ist schwierig. Was wären hier noch so dabei? Alles Lagereinheiten und so Zeug. Ja, wäre auch nice. Können wir eigentlich auch mitnehmen. Komm, das nehmen wir auch noch mit. Das nicht. Das fände ich schon sehr cool, muss ich sagen, weil das Kryo-Ding hätte ich schon gerne. 800, komm, gönne ich mir. So, jetzt holen wir erstmal hier noch... Oh, warte mal. Oh, Solid Core Fusion Engine. Die würde ich sehr gerne haben wollen. Und hier gibt es noch eine. Liquid Metal Cooled Reactor. Ist die Frage für die Engine, brauche ich das jetzt noch? Damals brauchte man das ja nicht irgendwie ein extra, aber brauche ich jetzt irgendwie sowas hier? Wobei, nee, da mache ich nur als Nuklearstrom, ne? Nee, das sind nur Reaktoren. Zentrifuge. Tank für nuklearen Treibstoff. Brauche ich das? Ja gut, das bräuchte ich wahrscheinlich für das hier, ne? Weil das geht, hängt ja noch hier mit zusammen irgendwie. Das hängt nicht mit der Engine zusammen. Also ist es, denke ich, okay. I guess. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Hier sind fette Mega-Tanks drin, ne? Das fände ich schon ein bisschen ganz cool, die zu haben. Was gibt's jetzt hier? Antimaterial Collector. Okay. Wir werden heute mal den Duna Rover ans Ziel bringen, würde ich sagen. Es ist spät, ich bin ein bisschen übermüdet. Das ist eigentlich nicht gut, das heute zu machen. Ich sag's nur schon mal vorab. Ich würde sagen, hier 550, komm. Bessere Tanks, dann kann ich in Zukunft wieder ein bisschen bauen. Take a picture of Val. Oh, cool. Guck, was das für Geld bringt. Und vor allem Wissenschaft. Das ist so der Hammer. Was ist Val? Wo ist Val? Warte mal, wir gucken mal eben. Wo ist Val? Ist das irgendein Mond, der Gasriese? Also wahrscheinlich Val. So, wir gehen mal das zum Teleskop. Steuern mal das Teleskop. Wir gucken mal, ob wir einen Ball finden. Weil das ist halt easy money, was wir da kriegen. So, lädt wieder ein bisschen länger. Aber jetzt. So, Wall. Wo ist Wall? Na, Ziel war immer noch Tylo gerade. So, gucken wir erstmal hier bei. An sich zentrieren. Bei Joel.
Bob, Pull, Late nicht. Ball. Alles klar. Direkt gefunden. Dann, da hinten sind sie. Da ist Joel. So, Show Target. Da ist unser Ziel. Da ist er doch. Take a picture. Auf Wall. Den schicken wir zurück. Und easy money gemacht. Es ist so angenehm. Und das Fotoding, das ist. Das macht so viel mehr Geld. Naja, das Ding ist, dafür kriege ich nichts extra, ne? Also für die Fotos kriege ich jetzt nichts extra nochmal irgendwie im Nachhinein. Aber es reicht halt einfach auch. Mal gucken, wie lange ich damit jetzt fahre. Das ist schon ganz cool. Gibt's nochmal ein Foto? Diese Surface kann man sehen auf dem Duna. Nö. Take a picture of Bob. Ja, nehme ich. Das ist wieder easy, Mann. Oh, finde ich super. Okay. Duna Rover. Gucken wir mal, ob das gut geht. Ich habe Kopfschmerzen, ich bin übermüdet. Mir ist eigentlich nicht gut. Ich sollte es nicht tun, aber ich tue es trotzdem. Mehr ist, dass es explodiert, kann auch nicht passieren. Infrarot-Teleskop, Rover-Sonde MK3. Nee. Hier. Das müsste Duna sein, ne? Geh mal kurz nachgucken, ob es der ist, aber das müsste er sein. Mal schwul mal vor. Ja, das müsste er sein. Oh Gott. Warte mal, wir sind dann schon drin? Also, wir sind schon auf dem Weg. Wir sind quasi schon quasi da. Oh. Okay. Ich will mir eine Ansicht zentrieren, aber darf ich irgendwie nicht. Okay, warte mal. Wir spulen mal vor. Ich achte auch immer ein bisschen, ob irgendwo Fragezeichen auftauchen, die so eine sehr komische Flugbahn haben vielleicht. Oder zwecks Kometen und so. Wir driften nach außen. Sollte ja reichen vom Treibstoff her, ne? Gut, aber hier brauche ich ja theoretisch auch nicht umpumpen. Noch. Sollte ja jetzt reichen eigentlich. Man kriegt die ganze Zeit immer mehr Punkte. Nochmal 113 Tage. Wie wir ganz langsam dahin driften. Ganz langsam. Also ich hatte überlegt, zum Mond von Duna noch einen Rover zu schicken, ne? Ich muss das ganz kurz erstmal sich regenerieren lassen. Das müsste doch Duna sein da hinten, oder? Nee, das ist nicht Duna. Das ist Eve? Das ist Duna. Okay. Ich will mal kurz, dass sich das der elektrische Strom komplett regeneriert. Kannst du dich schon mal ausrichten?
Wir bremsen auf jeden Fall erstmal ab. Wobei der Strom wird trotzdem wieder alle gehen jetzt wahrscheinlich, ne? Shit. Megajoule sinken. Okay. Gleich sind wir da. In 10 Tage nochmal vorspulen. Müsste ja irgendwo hier drüben auftauchen. Das ist er doch. Ja klar ist er das, da siehst du schon Eik. Kommt aber ganz schön schnell näher. Aber in einem Tag vorspulen, dann sind wir schon in seiner Gravitation. Yep. Löschen und schließen. Achso. Da spulen wir noch den Tag vor. Das wird schon. Das dauert aber lange, bis es vorgespult wird. Müssen wir nicht langsam reinjumpen? Leck, und jetzt sind wir da. Jetzt sind wir in der Gravitation von Duna. Okay. So. Ist da? Da ist noch nirgendwo ein. Eventuell, wenn es reicht, würde ich halt versuchen, den wieder hochzuschicken, ne? Wo ist gerade eigentlich da hinten? Okay, dann sollte ich hier eine Kommunikation haben eigentlich. Es sollte gehen. Ich hatte kurz Angst, dass ich eventuell keine Kommunikation habe, aber ich sollte Kommunikation haben. Ja, ich habe Kommunikation an der Stelle. Ist okay. Duna? Da ist Ike. Ah! Boah, wie geil sieht das aus. Jetzt müsste ich natürlich einen Bait-Titel machen für die Folge. Wir driften ins schwarze Loch. Es hat da schon was, ne? Jetzt würde mich interessieren, ob das auf YouTube irgendwie hochgeht mit den Klicks. Das würde mich. Ich bin zwar nicht so für die Klicks und das ganze Zeug so, aber ich fände es witzig, das so ein Experiment zu machen, weil das ist schon ein geiles Bild, ne? Aber es wäre ein bisschen arschig. Es wäre schon ein bisschen arschig. Nee, mache ich nicht. Ja, mal gucken, ob man vielleicht noch irgendwo. Ich würde da noch Stück für Stück näher gehen. Dass wir da wirklich ganz sachte runter driften. Immer näher und näher und näher. Jetzt sind wir auf 600. Ich würde auch auf 100 gehen. Erstmal so Step by Step. Und dass wir da Stück für Stück näher gehen. Ike, zu dir kommen wir auch noch. Das nächste, was ich hier hinschicke, kommt zu dir. Ich würde dann auch nochmal genau denselben Rover zu Ike schicken, glaube ich. So. Das ist durch. Na komm. Zieh durch. Gebe ich gleich ein bisschen Gas. Gehen auf 100 runter. Wie lange es noch reicht, der Treibstoff, oder?
Hierhin vorspulen. Tschung. Es sieht so gut, lol. Olum direkt dahinter so. Immer noch gut Treibstoff, ne? Dann würde ich sagen, machen wir noch eine Runde rum. Ich gehe dann noch ein bisschen niedriger. So auf 50 oder so. So. Okay. Können wir das erstmal so speichern? Ja, ich würde mitten in der Sonne landen gerne. Safety first. Warte mal. Ich schwur mal hierhin vor. So, ich habe kurz einen Quicksave gemacht fürs gute Gewissen. Da würde ich sagen, direkt los, ne, bevor hier die Kommunikation abbricht, weil Ike da direkt dazwischen geht. Gehen wir jetzt auf 50, würde ich sagen. Mal so 30. Oder 20. 20 ist auch gut. So, aber das hier muss definitiv eingefahren werden. Ich bin schon ein bisschen nervös, ne? Ah, wir gehen über eine andere. Wir gehen über eine Ecke dann noch kommunikationsmäßig. Okay, das ist gut zu wissen. Das ist ein bisschen beruhigend. Da war ein fetter Sandsturm. Hast du das gesehen? Holy shit. Okay, gut zu wissen, dass es das auch hier gibt. Also, es gibt, wir haben gerade, da war ein Sandsturm. Holy shit, da war ein Sandsturm. Okay. Wusste ich nicht. Ich würde hier dann anfangen, vielleicht zu bremsen oder so. Oh, wir sind schon drin, ne? Auf 50 Kilometer, ja. Wie gut das aussieht, ne? Es ist schön, wenn gerade kein Sturm hier ist. Achso. Muss ich hier wegmachen. Moho. Ich würde noch gerne über diesen Krater fliegen. Über den hier. Ah, hätte ich vielleicht auf 30 gehen müssen, ne? Das sieht okay aus. Wenn ich dann hier drüber bin, würde ich ein bisschen mehr bremsen. Glaube ich. Boah, so durch die Oberfläche sieht schon cool aus, ne? Echt, du sollst einmal abknüpfen. Bin ich drüber?
Ich darf halt keine Hitzeentwicklung kriegen, so wirklich, ne? Ja, das sieht gut aus. Wir machen das ein bisschen, das kann ruhig ein bisschen sich hinziehen. Sieht prinzipiell okay aus. Ich lasse doch die ganze Zeit ein bisschen brennen, dass wir einfach immer langsamer werden. Weil ab 10 Kilometer wird die Atmosphäre halt dicht. Wir dürfen aber halt keine Hitzeentwicklung bekommen. Okay, angeblich kann ich schon entfalten. Ich mache schon mal hier so zwei, so 3, 2, 3, 4. Auf dass wir so richtig schön slow in diese 10 Kilometer Marke reindriften. Ich meine, ja, ich wollte das gerne vielleicht wieder in Orbit kriegen, aber... Lieber den Rover sicher auf dem Boden und dann gucken, ob es noch reicht. So, ne? So nach dem Motto. Wir sind in der 10-Kilometer-Marke drin. Könnten bitte mal... Wenn die Fallschirme aufgehen, bin ich beruhigt. Ich habe halt Angst, dass es irgendwie jetzt kaputt geht dadurch. Ich bin beruhigt, wenn die Fallschirme aufgehen. Die Fallschirme sind alle aktiv. Innen ist gar keine Lenkung. Okay. Könnten die Fallschirme bitte aufgehen? Das würde mich beruhigen. Ich glaube, die Fallschirme haben keinen Bock aufzugehen. Oh, ich sehe sehr viel Stuff überall. Gefällt mir. Oh, I like it. Ich habe halt richtig Bock, mit dem Rover durch die Gegend zu fahren. Habe ich richtig Bock drauf. Ja, ganz ehrlich, okay. Dann ich glaube, ich lande safe. Jo, die Fallschirme gehen irgendwie nicht auf. Jetzt! Alter, zuck! Ey, wie knapp willst du das haben? Ja. 1300 könnte man wieder in Orbit bringen, das Ding, ne?
Könnten wir wieder in Orbit bringen, es wäre möglich. Gott, ey. Nee, mach nicht diesen. Oh, war das ungeil. Nee, gar nicht witzig. Überhaupt nicht funny. Wie schief ist es hier? Was geht? Da ist ein Stein, ein kleiner, ein großer, ein kleiner. Also ich vermute mal, dass die echt sind, diese Steine. Achso, auch die alte Bauweise, stimmt. Ah, doch ein bisschen. Ist okay. Nice. Wir sind auf Mars mit dem Rover. So. Will ich abdocken? Als erstes Strom. Und ich würde gerne die Sonne mit drauf haben. Kannst du mal so? Ich will gerne einen schönen Screenshot haben. Der hat was. Der ist gut. Den nehmen wir. Okay, das haben wir. So. Technisch ist eigentlich auch okay, ne? Soll ich versuchen, den wieder hochzuschaffen? 1300? Komm, ich probier's. Probieren. Wird wahrscheinlich nicht klappen, aber ey, komm. I wanna try. Oh, scheiße. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil ich auf irgendwie mindestens 50 Kilometer kommen muss. Nein, wird nicht reichen. Oder doch. Ich probier's. Probier aus, mehr als schief gehen kann es ja nicht. Also ich muss auf 50 Kilometer kommen. Der Rover steht unten so, ne? Der ist durch. Ja, der reicht nicht. Ich war zu zackhaft. Oh, ich so viel abbremse. Holy shit. Nee. Ärgerlich. Keine Objekte für Zentrierung in der Nähe. Ah, scheiße, wir sind so weit weg. Ja, das wird jetzt eingeschlagen. Das tut mir sehr leid. Ich hatte gehofft, ich hätte vielleicht, eventuell könnte ich doch noch... Ich könnte versuchen, hart abzubremsen, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das wird nichts. Ich habe nicht mehr so viel wie das. Ja, nee, okay. Gut, hallo? Ach, darf ich jetzt gar nicht, ne? Du bist mitten im Flug. Das Spiel kann zurzeit nicht gespeichert werden. Wenn du jetzt verlässt, wird es. Nee, lass mal. Ja, gut, ich muss das jetzt durchziehen gerade. Auch wenn es kritisch ist. Und ich das eigentlich nicht mit angucken möchte.
Aber gut, nee, ich hätte locker noch viel mehr gebraucht. Also 2000 wäre besser gewesen. Ey, so 1000, ich hatte 1002, hätte ich so 1008 gehabt, ja, vielleicht. Also 1008, 2000 wäre easy gewesen. Ich habe nur 275 für die Geschwindigkeit von 330 und das wird schneller. Ich kann maximal kurz vorm Boden nochmal hart bremsen. Tja. Das ist jetzt ein bisschen unlucky. Weil jetzt habe ich leider den Point nicht mehr mit der fetten Kommunikationsantenne. Und den mochte ich eigentlich. 400. Oh, das wird hart. Das wird hart. Das wird hart. Ich kann es auch nicht so mehr abbremsen. Ach, ich bremse ganz schön. Ja, bremsen ganz schön. Okay, vielleicht, wenn ich so kurz vor dem Boden Vollbremsung mache. Ey, das könnte noch klappen, ich könnte das Ding retten. Wenn es unter die... Lol. Oh mein Gott, das wäre natürlich toll. Dann hätten wir ein Ziel, wo wir hinfahren könnten. Das wäre ein bisschen funny. Ey, das sieht voll gut aus. Scheiße. Wieso? Geht das? Auf einmal. Oh oh. Oh, Bremse. Okay, das hat funktioniert. Okay, das war nicht geplant, aber es hat funktioniert. So, irgendwo, warte mal, wo ist jetzt der Rover? Da, okay, ich habe ein Ziel. Wechsel zu. Ich weiß, wo ich hinfahre. Das wäre irgendwie cool. Scheiße. Oh nein, fuck. Ich muss nochmal zurück. Ich habe jetzt nicht Dings aktiviert. Ich muss nochmal zurück, unbedingt. Ich habe vergessen, Solarzelle zu aktivieren. Und dann bringt das nichts, dass ich dort bin. Stopp. Ich muss nochmal... hier hinwechseln. Können wir was trinken hier? Nervenaufreibend, mal wieder. Okay, komm. Lass mich bloß schnell Solarzelle öffnen, dann können wir ein bisschen rumfahren mit dem Rover. Ja, genau, so, guck. Dass ich das Ding noch gelandet bekommen habe. Ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte mir so, yo, das Ding kracht jetzt da irgendwo einfach rein und ist halt am Arsch. Aber ey, es hat einfach fucking funktioniert. Das Gute ist, der Rover jetzt ist halt komplett intakt. Das heißt, wir können jetzt auch sau viel neue Wissenschaftssachen testen. Und natürlich die Biome jetzt abfahren. Ich meine, der letzte Rover war ja ein bisschen am Arsch. Nach der Aktion. Weil ich Scheiße gebaut habe. Sind wir ehrlich, ich habe einfach Scheiße gebaut. Ja? Aber das ist cool, nach den Rover-Missionen jetzt hier, würde ich noch Rover zu den ganzen Monden und kleinen Planeten schicken. Und dann können wir aber auch schon mal die Gasriesen-Mission starten oder sowas. Okay. Wir müssen... wo ist das? Das ist gen Westen. Ich müsste quasi... Warte mal, ich komme besser, wenn ich das so mache. Ich müsste in die Richtung. Da. Ich muss nach links. Hier lang. Die Richtung muss ich. Alles klar. Was soll schon schief gehen? Let's go. So, wir gucken mal, was wir so finden. Ich muss über die Berge da hinten. Oh Gott.
Der einsame Rover. Ich hab das aktiviert, ich muss immer zwei. Ich muss das umlegen, ey. Wisst ihr was? Brems mal, bitte. Brems, 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 brems. Erstmal hier Motor aus. Kann ich das hier machen? Navkugel. Es sieht nicht so aus, als könnte ich das hier. Okay, muss ich dann im Hauptmenü mal gucken. Okay. Die Steine sind alle nicht echt. Die sind alle nicht echt. Hier muss ich aber langsamer fahren, weil hier ist nicht so. Ich meine, auf Eve war die Atmosphäre schon sehr geil. Aber das haben wir halt hier nicht. Das ist natürlich sehr schade. So, hier haben wir vor allen Dingen sau viele. Wie schnell man hier rutscht, ne? Gott. Hier haben wir aber sehr viele Duna-Meteoriten übertragen. Duna-Steine übertragen. Wissenschaftliche Daten aus dem Weltraum um Duna. Okay, das war jetzt zu spät. Sanddüne übertragen. Achso, ich kann ja hier mal. Wir können ja schon mal so ein bisschen was machen. Okay, das kann man schon. Das haben wir. Uha, wie viel? Ja gut, das bringt nichts hier unten. Kann ich bitte das haben? Jawohl. Nee, ich wollte das hier noch. Eigentlich ist der Rover natürlich jetzt schon überholt, ne? Eigentlich müsste ich die Rover, die wir da zu den Monden und so schicken, da müsste ich eigentlich noch Veränderungen dran vornehmen. Okay. In den Midlands waren wir schon. Okay, dann. Wie ich rutsche hier, ne? Ich sollte eigentlich erstmal da runter irgendwie fahren. Aufpassen, wie ich fahre. Ich darf auf keinen Fall umkippen, das wäre so kritisch. Ich will da vorne erstmal zu diesen roten, großleuchtenden Steinchen. Das ist mein Ziel. Und nicht zu schnell möchte ich dahin, bitte. Ich glaube, ich fahre mit angezogener Handbremse. Ich glaube, das ist besser. Ich rutsche vor allem auch immer runter. Oh Gott. Vielleicht sollte ich meinen Schwerpunkt nicht so hoch setzen. Aber das sollte eigentlich nicht so schwer sein, die Solarzelle. Also. Ist die Frage hier, wo die Texturen noch anders sind. Ist das ein anderes Biom? Ah. Sehr interessant zu wissen. Nee, fahr mal nicht so schnell, bitte. So 5 Meter die Sekunde Maximum, bitte. Ich fahr zu dem rechten Stein gleich, der sieht nicht so. Da bin ich dann oben auf so einer Düne. Oder habe ich Bock drauf, einfach so neben der Folge einfach ein bisschen zu fahren. In die Richtung über die Berge. Könnte es sein, es geht kaputt. Da oben ist ein kleiner Stein. Die Sache ist, wahrscheinlich sind das keine echten Steine wieder. Das ist wahrscheinlich wieder Fake. Das sind wahrscheinlich wieder nur Fake-Steine, die nicht funktionieren. Och bitte, das keine Fake-Steine sein. Guck mal, das sind doch große, fette, rote Steine. Warum sollte das Fake sein? Ich finde den Boden sehr geil, die kleinen Steine. Das sieht schon echt gut aus. Bist du echt oder bist du Fake? Das wird sich jetzt zeigen. Es ist natürlich Fake. Och, fuck you, Game. Da ist ein echter. Da ist ein echter Stein. Ich sehe es. Das ist safe ein echter. Der da. Der kleine.
der, da, 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 da. Das ist doch safe ein richtiger Stein. Oh, driften, driften auf Mars. Oh Gott. Ich drifte auf dem, auf Duna, ich sag schon Mars. Guck mal, der ist echt. Der sieht nicht so krass rot aus. Der ist so ein bisschen, der ist echt. Ja, safe. Da würde ich sogar eine Wette drauf annehmen, dass der echt ist. Duna-Stein, abtasten, wupp.